Und damit einen wunderschönen guten Abend an die heimischen Empfangsgeräte. Und wir sind wieder zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon in der Diamant-Edition. Wir befinden uns hier momentan in Jubelstadt. Gleiche Welle, gleiche Stelle, wie wir das letzte Mal aufgehört haben. Eine Sache hat sich aber geändert. Ich habe unser kleines Knospi ein bisschen trainiert. Das ist jetzt schon auf Level 10. Und hat zwei Attacken gelernt. Nämlich Nassmacher und Stachelspore. Nassmacher bringt uns eigentlich relativ wenig, schwächt nur Feuerattacken ab, gegen die es eh schwach ist und gegen die wir es eh nicht einsetzen. Und Stachelspore. Stachelspore könnte mal ganz nützlich werden. Brauchen wir ansonsten aber, denke ich, auch nicht. Und naja. Wir gehen jetzt erstmal in die Trainerschule, was das Spiel eigentlich auch die ganze Zeit von uns wollte. Guten Tag. Pokémon können Items tragen, aber sie wissen nicht, was sie mit Items von Menschen wie Trank oder Gegengift machen sollen. Ja, kann man ihnen ja rein theoretisch beibringen, ne? Ich habe einen Essay geschrieben. Was zeichnet einen wahren Pokémon-Trainer aus? Das ist das Heft eines Schülers. Pokémon werden mit Pokébällen gefangen. Ach nee. Bis zu 6 Pokémon können den Trainer begleiten. Ein Trainer ist jemand, der Pokémon aufzieht, sie fängt und mit ihnen kämpft. Die Aufgabe eines Trainers ist es, die starken Trainer, die ihn in den Arena warten, zu besiegen. Heute haben wir etwas über die verschiedenen Typen von Pokémon gelernt. Der Pflanzentyp ist schwach gegen Feuer. Feuer ist schwach gegen Wasser. Wasser ist schwach gegenüber Pflanze. Glaube ich wenigstens. Korrekt, Junge. Am schnellsten lernt man etwas, wenn man das einfach tut. Können wir kämpfen? Klar. Los, mein Pokémon! Ach ja, einfach mal in der Schule ein bisschen kämpfen, warum nicht? Moment, Abra. Na, du Schnuckel. Ach, du bist erst auf 6. Upsi. Oh, es kann Kraftreserve. Mal sehen, welcher Typ das ist. Kraftreserve ist eine ziemlich besondere Attacke. Jedes Pokémon hat auf jeden Wert sogenannte IV drauf oder auch DV genannt, die sich auf einen Wert von 0 bis 31 erstrecken können. In den früheren Editionen konnte man noch nicht wirklich sehen, was das, wie hoch die sind. Jetzt später, in den späteren Editionen geht's dann. Aber ja, diese Werte sind unsichtbar, man sieht sie nicht. Sie beeinflussen aber das, den Wert des Pokémon. Zum Beispiel, wenn das Pokémon auf Angriff 31 DV drauf hat, hat es halt am Ende einen höheren Angriff als Pokémon, die da zum Beispiel 0 drauf haben. Was halt in Kämpfen ziemlich ausschlaggebend sein kann. Kraftreserve wiederum berechnet aus diesen Werten einen Typen, den das Pokémon dann hat. Also es kann zum Beispiel sein, dass dieses Abra als Kraftreserve-Typ Pflanze hat oder so. Ebenfalls wird durch die Stärke der IV die Stärke der Attacke-Kraftreserve ausgerechnet. Maximal kann es einen Angriff von 60 haben, was ungefähr ein bisschen stärker als unsere Glut ist. Ist im Competitive ziemlich nützlich, wenn man halt immer einen guten Filler hat. Und halt, es kann aber auch sein, dass es eine Stärke von 35 hat, was halt so normal der Fall ist. Da tut sich dann nicht so viel. Aber ja, das ist Kraftreserve. Und Level Up für Scorch. Oha, so ist es also. Wenn man nicht genügend Pokémon zur Auswahl hat, gewinnt man nur schwer. Das stimmt. Ich habe mich gerade erst mit meinem Pokémon angefreundet. Ich wünschte, ich habe mich mit Rosie angefreundet, dann wird sie sich weiterentwickeln. Daher weiß ich, ob das klug ist, aber können wir gegeneinander kämpfen? Na, von mir aus. Ich muss immer alle Dinge ausprobieren, die ich gelernt habe, bevor ich sie wieder vergesse. Das geht mir auch so. Ich bin auch mehr so der Learning-by-Doing-Typ. Oh, sie hat auch einen Abra. Das kriegt auch ein Kratzer ins Gesicht. Mal gucken, was das Abra für eine Kraftreserve hat. Tja, wir werden es nie erfahren. Es macht neutralen Schaden auf Fallflammen. Ich lerne viel und gerne. Ich dachte, ich hätte eine Siegeschance. Nur wenn man gerne lernt, heißt es noch lange nicht, dass man gewinnt. Wir waren eigentlich recht zuversichtlich, dass wir es schaffen würden. Aber jetzt bin ich einfach nur platt, wie stark du bist. Wow. Wenn du magst, sprich meinen Freund hier an. Er hat dich an der TM für... Welchen? Die sind zwei. Du da? Nein. Dann ist es er. Puh, du bist wirklich gut. Wir leben jeden Tag und haben doch keine Chance gegen dich. Du wirst diese technische Maschine mit Sicherheit richtig einsetzen. Hier bitte. Und TM10 ist Kraftreserve.
eine technische Maschine, auch TM genannt, enthält eine Pokémon-Attacke. Setzt du eine Attacke ein, kann ein Pokémon sofort eine Attacke lernen. Aber eine TM kann nur einmal eingesetzt werden. Verschwende sie nicht. Keine Sorge, das werden wir nicht. Wir bringen dir jetzt erstmal Knospi bei. Dann hat zumindest eine Angriffsattacke. Wir finden dann heraus, was es ist. Und das ist halt das Schöne an Kraftreserve. Kraftreserve kann fast jedes Pokémon lernen. Das heißt, wie gesagt, im Competitive wird es halt ziemlich häufig als Lückenfüller oder als potenzieller Filler-Move genutzt. Du bist noch nicht lange ein Trainer, stimmt's? Du solltest dir die Sachen durchlesen, von denen du noch keine Ahnung hast. Gut, dass ich ein quasi reinkarnierter Pokémon-Champion bin. Jedes Mal starten wir ein neues Abenteuer mit dem Wissen des Vorherigen. Hey, Sefi, bist du auch hier, um etwas zu lernen? Ich habe alles auswendig gelernt, was auf der Tafel gestanden hat. Schließlich habe ich als Trainer dafür zu sorgen, dass meine Pokémon im Kampf nicht verletzt werden. Und was machst du hier, Sefi? Was? Du hast etwas für mich? Ja, du Dödel, wegen dir musste ich DHL spielen. Bitteschön. Und was ist das? Klasse, das ist eine Landkarte. Oh, wieso sind da gleich zwei Karten? Ich finde die ja klasse, aber ich brauche nur eine. Hier, Sefi, du kannst eine haben. Ich schätze, das ist meine Bezahlung. Ha. Wenn ich mir die Karte so betrachte, werde ich als nächstes wohl nach Erzlingen gehen. Dort gibt es eine Arena. Genau das Richtige, um das Pokémon, das ich gerade gefangen habe, zu stärken. Und schließlich bin ich auf dem Weg, der größte Trainer aller Zeiten zu werden. Man sieht sich. Oder wie Blau sagen würde, ciao. Oh, oh, oh. Du bist ein Pokémon-Trainer? Und du besitzt kein Poketch? Das ist sowas wie eine Pokémon-Armbanduhr. Daher der Name Pokémon Watch. Meine Güte, du bist ja ein seltsames Wesen. Aber echt. Wesen? Ich glaube, ich höre nicht recht. Du musst wissen, ich habe den Poketch erfunden und stelle ihn her. Und jetzt leite ich auch die Werbekampagne dafür. Alles, was du tun musst, ist drei Clowns und Jubelstadt zu finden. Und wenn du sie findest... Ich meine, wenn du sie findest und... Nun, du kannst einen Poketch bekommen. Oh, das ist doch motivierend. Gehen wir erstmal heilen. Scotch hat ein bisschen Schaden genommen. So. Tauschen die beiden mal. Ich will wissen, was Rosis Kraftreserve ist. Suchen wir mal die Clowns, da schon der Erste. Hi du. Hallo, ich bin ein Clown der Poketschwerbe-Kampagne. Ich habe eine Frage für dich. Wird ein Pokémon durch Kämpfe und Erfahrungspunkte stärker? Ja? Ding, ding! Du hast absolut recht. Pokémon werden stärker, indem sie andere Pokémon im Kampf besiegen. Manche Pokémon entwickeln sich irgendwann zu einer anderen Form. Das nennt man Entwicklung. Hier, bitteschön, dein Poketsch-Coupon. Das wäre Nummer 1. Der ist einer. Ich glaube, der macht nicht mit, ne? Guten Tag, ich bin auch... Er ist ein Clown der Poketsch-Kampagne. Sehr schön. Und ich frage dich, kann ein Pokémon ein Item halten? Ja? Ding, ding! Du hast absolut recht. Ein Pokémon kann ein Item halten. Manche Items zeigen Wirkung, sobald sie von einem Pokémon gehalten werden. Die Pokémon essen gehaltene Beeren, wenn es im Kampf erforderlich ist. Hier, bitteschön. Dein Poketsch-Coupon. Oh, das ist Nummer 3. Wo ist denn Nummer 2? Ist der hier? Da ist er. Hallo, ich bin ein Clown der Poketsch-Werbekampagne. Und hier ist meine Frage. Die Pokémon haben Typen bzw. Elementklassen. Gilt das auch für Attacken? Ja, das ist korrekt. Ding, ding, du hast absolut recht. Wenn der Typ eines Pokémon dem seiner Attacke entspricht, wird die Attacke wesentlich stärker. Hier, bitteschön, dein Poketsch-Coupon. Und damit haben wir alle drei. Bringen wir die zurück und holen uns unser Poketsch ab. Lass mich mal deine Coupons zählen. Ich verwende dafür den Poketsch hier. Oh Gott, du kannst nicht mehr bis 3 zählen? 1, 2, 3. Bravo, da kann ich nur applaudieren. Für diese Coupons gebe ich dir nun, jawohl, den Poketsch. Und da sieht man auch gleich, wie spät es ist. Du kannst deinen Poketsch regelmäßig aufrüsten, wodurch er immer vielfältiger seine Möglichkeiten wird. Berühre oben den Bildschirm des Poketsch und probiere ihn mal aus. Und eine wichtige Sache, die bei Pokémon Platin erst später hinzukam, ist, dass man
hin und her schalten kann. Wir haben hier nur diesen einen Knopf, mit dem können wir unsere Module, die wir haben, vorwärts klicken. Wir können aber nicht zurückklicken. Das heißt, wenn ich jetzt wieder auf die Uhrzeit will, muss ich alle Modelle nochmal durchklicken, bis wir wieder bei der Uhrzeit sind. Aber ich glaube, ich mache diese Teamanzeige. Oder bin ich gleich lang? Wir wollen da lang. Denn hier lang geht es Richtung Erzling. Da ist Erzling, da wollen wir hin. Das heißt, wir müssen durch die Route hier. Hey Sefi, bitte sag mir, dass du stärker geworden bist. Ich? Sieht man das nicht? Sicher bin ich stärker geworden. Los, ich beweise dir das. Oh, jetzt eine starre Lilly. Dagegen sollten wir Rosi vielleicht nicht antreten lassen. Das kann, glaube ich, schon flügelstark. Na gut, ist jetzt ruckzuck über ein. Nicht übermütig werden, es ist noch nicht vorbei. Aber fast. So, das war starre Lilly. Gegen Plinfa setzen wir lieber Rosi ein, würde ich sagen. Tja, dann absorben wir mal los. Ach, ich kann den Tag gar nicht mehr sehen. Oh, wow. Da setzt das einfach Heuler ein. Die KP bei des Pokémon sind niedrig. Das könnte eng werden. Das wird sehr eng für dich. Kein Problem. Oh, das geht gut, EP. Passt ganzes Level ab. Sehr schön. Was ist nur passiert? Ich habe verloren? Das ist korrekt. Das hast du richtig erkannt, mein Freund. Du hast verloren. Und zwar glamourös. Ich habe verloren? Wie meinst du das? Das war's da wohl. Das war das letzte Mal, dass ich verloren habe. Ich werde der stärkste Trainer, den die Welt je gesehen hat. Und das weißt du ganz genau. Als erstes nehme ich mir den Arenaleiter in Erzling vor. Aber dafür muss ich erstmal richtig fleißig trainieren. Ja. Guten Tag, was hast du für Pokémon? Zeig sie mir, ich will sie sehen. Ich bin so voller Energie, meine Pokémon geben mir Kraft. Klingt vielversprechend. Ein Bivisaur. Das werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal sehen. Ja, wir können nicht mal gucken, was wir für eine Kraftreserve haben. Okay, immerhin hat es schon mal Wirkung, das heißt, es ist nicht Geist. Im Kampf ist es auch nicht. Mal gucken, was mehr Schaden macht, der Absorber oder die Kraftreserve? So schlecht kann unsere Kraftreserve von der Stärke her eigentlich nicht sein. Ich meine, Absorber hat 20 Stärke. Und da kommt noch der Step-Bonus drauf. Also sind wir wahrscheinlich so bei Kraftreserve mindestens bei 40. Was schon mal gut zu wissen ist. Zubat kann am Anfang keine guten Attacken lernen.
Mal schauen. Boden haben wir auch nicht. Und wir haben kein Gift, keine Pflanze, kein Käfer, kein Gestein, kein Elektro, kein Eis. Wir können bei diesem Zubat eine Menge Typen ausschließen. Und wir haben kein Psycho. Zubat und Bilica, meine armen lieben Pokémon. Also wir könnten rein theoretisch sowas wie Wasser oder Feuer haben. Wie gesagt, Zubat hat ziemlich viele gute Resistenzen. Ziemlich viele Schwächen, oder viele sind es eigentlich nicht, aber halt, wir können nach ganzer Hand von Typen ausschließen. Will die eigentlich kämpfen? Nein. Wusstest du das? Das Pokémon, das oben links in deiner Teamliste steht, erscheint als erstes im Kampf. Das ist auf 4. Versuchen wir mal was dagegen. Wobei, Staralili dürfte nicht so sehr viel andere Resistenzen als Zubat haben. Die beiden unterscheiden sich jetzt schließlich nur zwischen ein Typ. Aber es ist gut zu wissen, dass wir was haben, womit wir gegen Normal-Pokémon oder gegen Flug-Pokémon zumindest normalen Schaden anrichten. Das ist schon mal ganz gut. Absorber hat Stärke 20, also sollte Kraftreserve, selbst wenn sie nur Angriffsstärke 40 hat, unsere beste Wahl momentan sein. Und sie scheint speziell zu sein. Kraftreserve ist immer speziell. Nevermind, ich habe nichts gesagt. Wir sind immer zusammen. Ich zeige dir, wie wir uns angefreundet haben. Früher, wie gesagt, in Gen 3 war es halt noch so, dass die Attacken halt vom Typ abhängen, ob sie speziell oder physisch sind. Mittlerweile haben wir einen Split, das heißt, sie sind unterschiedlich. Und naja, ich war gerade noch so in dem Smaragd-Denken mit dem Typen-Split, aber Kraftreserve ist in der Tat immer speziell. Es gab auch nie ein physisches Äquivalent, was ich ziemlich witzig finde. Oh, es ist effektiv. Wir könnten potenziell Kraftreserve Feuer haben. Ich glaube, da bleibt auch gar nichts anderes übrig. Ich suchte nach Pokémon und fand einen Trainer. Wenn es jetzt Gift gewesen wäre oder was anderes, ich weiß gar nicht. Gestein wäre noch effektiv gegen Käfer. Dann wäre es gegen die Zubats und die Staralilis effektiv. Die teilen sich die gemeinsame Schwäche. Also bleibt eigentlich nur noch Feuer übrig. Ist die Purze eigentlich? Die Purze dürfte ein Nuckkäfer sein. Wer hätte gedacht, dass Kraftreserve so früh am Anfang unsere beste Attacke ist? Macht damit ziemlich gut Schaden. Und Level 12 für Rosi. Ich glaube, nach dem Kampf lassen wir Scotch mal wieder ein bisschen kämpfen, damit es sich vor der Arena noch entwickelt. Außerdem geht uns bald die Kraftreserve aus. Aber damit wird Rosi in der Pflanzenarena ziemlich gut aufräumen können, rein theoretisch. Denn es selber ist ziemlich stark gegenüber Pflanzenattacken. Und naja, die zweite Arena ist gleich eine Pflanzenarena. Auf der anderen Seite können wir doch einfach Scotch einsetzen. Scotch ist genauso stark gegenüber Pflanzen-Pokémon. Nevermind. Naja, scheint Feuer zu sein.
oder Flug. Flug könnte es rein theoretisch auch sein. Wir bräuchten eigentlich mal einen Kleinstein oder so. Wobei, Kleinstein können wir eigentlich auch nicht einsetzen. Das ging auch nicht einsetzen. Wenn wir es gegen den Kleinstein kämpfen lassen und da Kraftreserve einsetzen, bringt es halt auch nichts, weil, naja, Gestein sowohl gegen Feuer als auch gegen flugresistent ist. Wir können in der Höhle mal nach einem Enton suchen. Die laufen da rum. Hi. Ein Kampf! So kann ich sehen, ob ich für die eine Arena-Herausforderung bereit bin. Weil wenn es gegen das Enton ineffizient ist oder uneffektiv, dann ist es definitiv Feuer. So, setzen wir mal Glut ein. Ach, das war ja süß. Und Level 12. Zwei Level noch, dann entwickelt es sich. Wie gesagt, ich würde ganz gern, dass es sich vor der nächsten Arena weiterentwickelt. Das ist nämlich eine Gesteinsarena, genau wie in Smaragd. Scheint, ich bin noch nicht bereit für eine Liga-Herausforderung. Und naja, dadurch, dass es sich entwickelt, kriegst du, glaube ich, den Kampftyp dazu, wodurch es die Gesteinsschwäche verliert. Da können wir es ja gut gegen einsetzen. Ich habe einen hübschen Orden vom Leiter der Erzling-Arena. Ich frage mich, wie sie das mit ihrem Starrelili geschafft hat. Dass er mit 5 ist. Das macht irgendwie keinen Sinn. Und nochmal ein Kratzer, das war's dann. Wenn es weitergeht, war's das bald mit uns. Wie jetzt haben wir bleiben drin und ich gebe Scott gleich einfach mal einen Trank. Das ist alles gut. Beutel. Wozu haben wir sie denn? Gut, dass wir nicht Blut angreifen. Oh, ich will nicht nochmal auf den Beutel zu greifen. Den Trank hätte ich mir auch sonst wohin stecken können. Das hätte Scott sogar noch geschafft. Wow. Wie hat die nun den Orden gekriegt? Oh, ich habe verloren. Lalalala. Da ist doch noch weiter. Ja, das ist noch weiter. Und noch ein wildes Starrelili. Die betteln gerade zu darum, ins Team aufgenommen zu werden, ne? Ich bin sicher, wenn wir irgendwann mal Perl durchspielen, dann fangen wir uns bestimmt einen Starrelili, aber nicht in East Run. Ein Schutz. Wie gesagt, ich möchte es ausnutzen, dass wir Kramox so früh fangen können. Ich mag Kramox tatsächlich nämlich recht gerne. Oh, der sieht aus, als wenn er kämpfen wollen würde. Da setzen wir Scotch mal nicht gegen ein. Hi. Na guck mal, du hast ein Poketch. Du bist doch nicht so lange Trainer, oder? Aber es ist nicht schlimm, du bist ein Freund der Pokémon. Und daher schenke ich dir diese versteckte Maschine. Oh, danke. Die versteckte Maschine, oder kurzform, enthält die Attacke Zertrümmerer. Ein Pokémon, das diese Attacke beherrscht, kann kleinere Felsen zertrümmern. Aber um diese Attacke zu anwenden zu können, benötigt der Trainer den Orden der Arena von Erzling. Ohne diesen Orden kann ein Pokémon diese Attacke außerhalb eines Kampfes nicht anwenden. Oh Gott, ich glaube, ich muss noch ein Pokémon fangen. Hat der nicht einen Enton? Wir akzeptieren Herausforderungen überall. Das zeichnet uns Trainer aus.
Ich meine, der hatte einen Anton. Er hat einen Shinox. Perfekt, da können wir es auch dran testen. Warum bin ich denn nicht eher drauf gekommen? Wenn es eine Flugattacke ist, müsste es ineffektiv sein. Ist es Feuer? Ist es neutral? Wir haben Flug. Ladies and Gentlemen, das Rätsel wurde gelöst. Unsere Kraftreserve ist Typ Flug mit Rosi. Was ich tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht finde. Ich meine, wir können damit, wie halt auch bei Feuer, anderen Pokémon, anderen Pflanzen-Pokémon ein bisschen mehr Schaden zufügen. Oder Käfer-Pokémon treffen wir damit auch. Ich bin schon froh, dass es nicht Kampfreserve, Kraftreserve Pflanze oder Gift hat, was es ja eh lernt. Wobei Gift gar nicht mal so schlecht wäre, weil es, glaube ich, so von Natura nicht so die Giftattacken lernt. Zu schlecht trainiert, wer weiß. Seufz. Ein Kleinstein. Ich glaube tatsächlich, ich möchte dieses Kleinstein fangen, damit wir einen Opferlamm für unsere Zertrümmererform haben. Die muss man hier nämlich einmal einsetzen, um im Spielverlauf weiterzukommen. Und naja, Zertrümmerer ist eine ziemlich schlechte Attacke. Es hat eine Angriffsstärke von 20. Und wir müssten die unserem Starter beibringen, weil wir kein anderes Pokémon dafür haben. Also fangen wir mal das Kleinstein. Das kannst du bestimmt auch lernen. Kleinstein, das Gestein-Pokémon. Wow, wie kreativ. Viele von ihnen leben auf Bergpfaden, halb vergraben und Bergsteiger beobachtend. Dann sitzen sie da so, da ist der Arsch wieder. Ach, der ist beim letzten Mal auf mich draufgetreten. Dem zeigen wir es. Und die hatte dann aber bestimmt das Anton. Um zu feiern, dass ich diese Höhle überstanden habe, kämpfen wir jetzt. Wie gesagt, ich meine, einer von denen hatte noch einen Anton. Oh, sie hat zwei. Der hat einen Knospi. Hey, dagegen können wir unsere allseits heißgeliebte Kraftreserve einsetzen. Die uns bald ausgeht. Das war auch nicht schlecht. Ob wir es mit Mob Sauber besiegen können? Versuchen wir es. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja. Dann können wir uns die eine Kraftreserve noch für schlimmere Zeiten aufsparen. Oh, verdammt. Machen wir so viel Schaden, wie es sich heilt? Ja, wir machen mehr Schaden. Oder? Das ist so schwer zu beurteilen. Wobei, das heilt sich nur ein KP. Wir auch. Oh, wir machen gleich viel Schaden. Der in unserem Kreis. Oh, hat ein Volltreffer gelandet. Na warte, da haben wir unsere Kraftreserve für. Die regelt. Ich wollte eigentlich sparen, aber du lässt mir keine andere Wahl. Level 13 für Rosi. Oh, Megasauger. Nice. Ich dachte, das wären erst auf 16, aber hey. Wachstum können wir eventuell noch gebrauchen. Packen wir Absorber weg. Da ist das Anton. Dann mal los. Megasauger. Jetzt, wo wir ihn haben. Können wir ihn doch gleich einsetzen. Und wieder Vollgehalt.
Sehr schön. Meine Güte, Knospi ist besser, als ich dachte für den Anfang. Ich denke, man kann wohl auch mit einer Niederlage gedenken. Und ich dachte noch so, ja, wir haben so das Problem, Knospi hat jetzt nicht so die guten Werte. Das werden wir wahrscheinlich ziemlich lange hinterherhinken lassen, bis es sich zu Roselia weiterentwickelt, wann es sich durch Freundschaft entwickelt. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen später sein. Und da wird unser Starter uns carryen müssen. Aber nein. Oh, sie kommt hier ganz gut alleine klar. Nevermind, ich habe nichts gesagt. Gut, nun müssen wir Scotch noch ein bisschen trainieren. Wie gesagt, ich will, dass es sich vor dem Arena-Kampf noch weiterentwickelt. Wir haben einen Kleinstand dabei, was uns als Fallensklave erstmal dienen kann. Das ist auch naiv. Naja, ich will es nicht einsetzen. Ich will nur, dass es halt da ist und Felsen kaputt macht. Also quasi andere Steine. Ein Stein prügelt auf andere Steine ein. Könnte spannend werden. Aber hey, wir machen jetzt an dieser Stelle erstmal eine klitzekleine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann schauen wir uns Erzling ein bisschen an. Da gibt es auch noch eine Mine, da können wir ein bisschen trainieren. Und dann geht es zum Arena-Kampf, den wir hoffentlich gewinnen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle erstmal. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.